Die 13-jährige Anastasia ist schwer behindert, von Geburt an. Nicht mal ein Glas Wasser kann sie alleine trinken, sagt ihre Mutter Natalia. Stell dir vor, du wachst eines Tages auf und die Realität, die du kanntest, ist verschwunden. Keiner hilft dir. Die Ärzte, die dich eigentlich unterstützen sollten, die dir Hoffnung geben sollten, auch wenn es nur eine Illusion ist, die machen dich fertig. Die sagen dir zynisch, gib das Kind weg, es hat keine Perspektive und macht einfach ein neues. Ein ganz normaler Sonntag in der Familie Shuribeda im sibirischen Jekaterinburg, 2000 Kilometer östlich von Moskau. Die Schwangerschaft von Natalia war normal, doch bei der Geburt gab es Probleme. Die Behinderung ihrer Tochter hat das Leben der Familie komplett verändert. Ihren guten Job bei der Polizei hat Natalia aufgeben müssen. Anastasia braucht rund um die Uhr Betreuung. Die Sorge für das Kind endet nie. Meine Freundin und die früheren Kollegen sagen, du hast uns vergessen, du sprichst nicht mehr mit uns, rufst niemals an. Was ist los? Und ich sage, meine Lieben, ich habe einfach keine Zeit für euch. In der Nacht vielleicht, aber dann schlaft ihr. Meine Arbeit hört nie auf. Rund um die Uhr. Keine Wochenenden, keine Ferien. Sie wacht auf, wird gewaschen und gefüttert. Sie kann keinen Schluck Wasser selbst trinken. Dann machen wir Übungen. Wir gehen raus. Ich koche, mache ein bisschen was für mich. In der Nacht muss ich sie umdrehen. Sie kann das nicht selbst. Ich hatte 13 Jahre lang nicht genug Schlaf. So wie den Shuribedas geht es vielen Familien in Russland. Das staatliche Gesundheitssystem bietet behinderten Kindern kaum Unterstützung. Therapien und Hilfsmittel, wie etwa ein Rollstuhl, müssen privat bezahlt werden. Einige 100 Euro sind das pro Monat bei den Shuribedas. Das bringt sie an ihre Grenzen. In den letzten 5 Jahren hatten wir keinen Urlaub, nicht genug Zeit und ehrlich gesagt auch nicht genug Geld. All die Hilfsmittel, die sie braucht, mussten wir in der Europäischen Union kaufen, für teures Geld. Dabei könnte man sie auch hier herstellen. Mit ihrer Tochter macht sich Natalia auf zum Einkaufen. Draußen ist sie nicht gerne, schon im Treppenhaus ist es mit dem Rollstuhl schwierig. Von einer behindertengerechten Stadt kann Natalia nur träumen. Und dann sind da noch die schrägen Blicke der Nachbarn. Ein behindertes Kind gilt bei vielen in Russland als Schande. Rund 700.000 behinderte Kinder leben in Russland. Hilfen vom Staat gibt es kaum, denn behindert zu sein gilt in Russland als Makel. Viele Eltern kommen damit nicht klar. Und so landen die Kinder in staatlichen Heimen wie diesem, wo sie überleben, aber mehr auch nicht. Bilder, die eine Hilfsorganisation ins Netz gestellt hat, um die Zustände in den Heimen zu zeigen. Alexandrina Haidova, selbst Mutter eines behinderten Kindes, will sich damit nicht abfinden. Ich bin anders, nennt sich ihre Organisation. Sie unterstützt mit Spendengeldern Eltern, die sich teure Ärzte und Therapeuten nicht leisten können. Und sie kämpft mit den Behörden, fordert Zuschüsse. Eigentlich hat der Staat mehr Geld versprochen, sagt sie. Bedauerlicherweise wird heutzutage in Russland viel verkündet und nur wenig gemacht. Auf oberster Ebene verabschieden sie sehr gute und notwendige Gesetze, statten diese mit Geldmitteln aus. Und dann sollen diese auf regionaler Ebene angewandt werden. Wir sagen der Verwaltung, wir sind 5-mal so effektiv wie jede staatliche Klinik. Und sie versuchen uns das Geld nicht zu geben. Und dafür haben sie viele Entschuldigungen.
Alexandrinas Verdacht. In Jekaterinburg gibt die Stadtverwaltung Geld, das für behinderte Kinder bestimmt ist, für andere kommunale Aufgaben aus. Dass das Geld einfach verschwindet. Die Behörden bestreiten dies. Ich bin kein Detektiv und auch kein Staatsanwalt. Aber ich sehe auf der Webseite der regionalen Finanzverwaltung, dass Geld angekommen ist. Dieses Geld ist aber für mich, für diejenigen, für die es bestimmt ist, nur schwer zugänglich. Es ist einfach verschwunden, innerhalb dieser Institutionen. Die Hilfe, die Alexandrinas Organisation Ich bin anders anbietet, will der junge Vater André Turiev gerne annehmen. Heute ist er gekommen, um eine entsprechende Vereinbarung zu unterschreiben. Die rechte Hand und der rechte Fuß meines Kindes sind schwächer. Sie entwickeln sich langsamer. Sie braucht mehr Aufmerksamkeit und Training. Wir versuchen das zu Hause. Aber wir haben nicht die speziellen Kenntnisse, die dafür nötig sind. Staatliche Kliniken können das nicht. Unser Betreuer hat uns auf die Organisation hier hingewiesen. Die Familie Turiev lebt etwas außerhalb von Jekaterinburg in einem Neubauviertel am Stadtrand. Miroslava, ihre Tochter, braucht spezielle Übungen. Geduldig macht die Kleine mit. Doch eine neurologische Behandlung, die ihr helfen könnte, kann sie ihr Vater nicht leisten. Hier wird in Zukunft Alexandrinas Organisation helfen. Zwei Jahre nach ihrer Geburt sagte uns ein Neurologe, es gebe gewisse Probleme. Es müssten einige Tests gemacht werden. Wir machten das. Und dann kam das Verdikt. Vorher hatten wir dieses Wort vermieden. Wir fürchteten uns, es auch nur auszusprechen. Jetzt leben wir damit. Behinderung. André kommt manchmal an seine Grenzen, vor allem psychisch. Auch er spürt immer wieder in seiner Umgebung den stillen Vorwurf. Du hast kein gesundes Kind. Du hast es nicht geschafft. Viele Familien zerbrechen wegen dieser Situation. Ehemänner verlassen ihre Frauen, weil sie Angst haben. Man braucht viel Ausdauer, um damit zu leben, weiterzumachen. Auch die Familie Berzenivi ist angewiesen auf die Unterstützung durch die Organisation Ich bin anders. Der Makel, ein behindertes Kind zu haben, auch die Berzenivis spüren das oft genug. Ihre Tochter Angelika leidet an Epilepsie. Sie kann nicht sprechen, laufen lernte sie erst mit 2 Jahren. Mit der Behandlung im staatlichen Krankenhaus haben die Eltern keine besonders gute Erfahrung gemacht. Die Epilepsie ist im Krankenhaus behandelt worden. Sie war 1 Monat lang in der staatlichen Klinik. Da haben sie ihr Medikamente verschrieben, die sie heute noch nimmt. Diese Medikamente haben aber als Nebenwirkung, dass sie ihre Entwicklung verzögern. Das war der Preis, den wir zahlen mussten. 3-mal pro Woche besucht Angelikas Therapeutin die Familie, bezahlt von Alexandrinas Organisation. In den Therapiestunden lernt das Kind Koordination, lernt langsam das Sprechen. Ein mühevoller Weg. Über viele Jahre wird Angelika diese Hilfe brauchen. Unsere Arbeit zeigt gute Resultate. Die Atemgymnastik zusammen mit der neurologischen Behandlung erweist sich als effektiv. Das Mädchen spricht seine ersten Worte. Die Therapie ist teuer. Umgerechnet 350 Euro kostet sie pro Monat. Hinzu kommen Medikamente und Arztbesuche. Vater Alexander verdient nicht schlecht. Er ist Manager in einem Industriebetrieb. Trotzdem kann sich die Familie dies alles nicht leisten. Wir geben über 200, 300 Euro pro Monat für Medikamente aus. Dann die Check-ups. Wir gehen in eine Privatklinik, die einfach mehr Möglichkeiten anbietet. Auch das sind nochmals bis zu 160 Euro im Monat. Für Check-ups und Tests.
Natalia braucht zum Glück keine finanzielle Hilfe durch Alexandrinas Organisation. Noch schaffen sie es. Ihr Ehemann verdient genug. Hat sie jemals daran gedacht, ihr Kind wegzugeben in ein Heim? Nein, ich wollte mein Kind niemals verlassen. Ich kenne aber viele Leute, die das getan haben, weil sie nicht darauf vorbereitet waren, moralisch, körperlich und nicht zuletzt finanziell. Jeder hat sein Kreuz zu tragen. Wir leben jetzt damit. Ein glückliches, großartiges Leben. Die kleine Anastasia jedenfalls hat Glück gehabt, dass sie in eine Familie geboren wurde, die sie liebt, die sich um sie kümmert. Und dass sie nicht im Heim gelandet ist, wie so viele behinderte Kinder in Russland.